So, Leute, dann sind wir beim nächsten Muster. Und hier ist nochmal Innistrad Mitternachtsjagd Promo Pack. Gucken wir uns mal das Promo Pack nochmal an. Das waren ja die ersten, soweit ich mich richtig erinnere, die Made in Belgium waren. Es kann auch sein, dass die D&D auch Made in Belgium waren. Aber ich meine, das waren ja die ersten. Das ist der Arena-Code, den lege ich mal beiseite. Und dann haben wir einen Fluch des erschütterten Glaubens. Sehr cool, hier mit den Dämonen und allem drum dann vorne die Priesterin oder der Priester. Geil! 2-Mana-Aura-Fluch, man verzaubert einen Spieler, immer wenn der verzauberte Spieler einen Zauberspruch wirkt, außer den ersten in seinem Zug, fügt er, oder wenn er ein Spell kopiert, fügt er ihm 2 Schadenspunkte zu, der Fluch. Richtig cool. Spiel mit dem Feuer, nice. 1 rotes Mana, wir fügen einem Ziel 2 Schadenspunkte zu, falls auf diese Weise Schaden dem Gegner zugefügt wird, wenn der Hellsicht 1 an. Das ist ein besserer Schock. Es gab damals ja diesen schönen Bug, dass man zeitweise Schock und Spiel mit Feuer vor Arena im Standard beide spielen konnte, aber im richtigen Paper-Standard nicht. Das war witzig. Und wir haben Suche nach wahrer Größe. Okay, das ist Toski mit einem Wolf. 2 Mana Verzauberung. Zu Beginn des Saisonzugs kannst du eine bleibende Karte Zauberspruch aus deiner Hand mit umgewandelten Mana Kosten von 1 plus der höchsten umgewandelten Mana Kosten unter anderem bleiben Karten, die du kontrollierst, wirken, falls du liest. Ohne seinen Markerspiel. Falls du es tust, wenn er sich ansagt. Okay, also könnt entweder Hellsicht, wenn du es nicht tust, Hellsicht 1 anwenden jede Runde, was sehr, sehr stark ist. Oder wenn ihr zum Beispiel eine 4-4-Kreatur im Feld habt, könnt ihr eine 4-Mana-Kreatur im Feld habt, könnt ihr eine 5-Mana-Kreatur von eurer Hand ins Spiel bringen. What? Das ist cool, aber bleibende Karten, das muss nicht keine Kreatur sein. Sehr coole Karte. Warum spielt die nicht im Commander gespielt? Kann jemand mir erklären, warum die nicht im Commander gespielt wird? Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, I'll be safe. Ciao, ciao.